Hattet ihr das schon mal vom E-Bike zurück aufs Biobike? Also ich muss dazu sagen, hi liebe Leute, ja, heute noch mal ein kurzes Log-Video und ich habe da auch eine Frage an euch, welche Erfahrungen ihr da gemacht habt, weil ich bin jetzt seit ein paar Monaten ein bisschen auf E-Bike-Entzug, um das mal so zu sagen. Ihr seht hier mein normales altes Mountainbike, 20 Jahre alt, bergauf, ja, eine schwere Kiste, aber das sollte ja fit halten. Ich hole kurz Luft. Wie kam das Ganze? Und zwar, ich hatte ja ein paar Fahrräder, auch im E-Bike, vielleicht kennt ihr noch mein Flyer-Bike, was ich seit 2015 hatte, ich blende es mal kurz ein. Und mein E-Fat-Bike hatte ich dann quasi danach, das war das hier von Highbike. Ja, und ich kam ein bisschen in die Situation, dass ich zu viele Fahrräder hatte, weil man muss die ja auch immer, ja, weiter bezahlen, also Verschleißteile, Reparaturen. Und ja, das war dann irgendwie ein bisschen zu viel für mich, weil ich ja auch nicht alle fahren kann. Und ich wusste halt durch meinen Job als Redakteur bei Velototal, da bin ich seit 3 Jahren, kann ich ja immer Testräder bekommen. Deswegen brauche ich jetzt nicht immer das aktuellste Bike privat für mich. Und habe mich so ein bisschen von Altlasten befreit. Nur meine ganz alten Räder aus Stahl, von denen ich mich nicht trennen kann, die habe ich behalten, genau. Ja, und jetzt ist die Frage, hattet ihr das schon mal vom E-Bike zurück aufs Biobike? Also ich muss dazu sagen, ich fahre jetzt mal weiter. Ich muss dazu sagen, ich bin natürlich in den Zeiten, wo ich die E-Mountainbikes hatte, gar nicht Biobike gefahren. Ich bin immer beides gefahren. Aber ich muss zugeben, so ein bisschen kam schon der Effekt, allein durch die Kindergartenseuchen, wenn man Familienvater ist mit einem Kleinkind, dann hat man ja doch irgendwie mehr Infektionskrankheiten, als man das von vorher kannte. Da war ich irgendwie nie krank. Und dann war man immer froh, wenn man schnell wieder aufs Bike konnte, weil die ganzen steilen Stiche hier im Hochsauerland, also ich bin hier in Olsberg, ja, weiß nicht, ob man das hier so sehen kann, aber es sind hier schon steile Berge. Man ist halt super langsam mit dem Biobike dann bergauf, wenn man so einen Berg hochfährt. Und man hat sich dann so ein bisschen ans E-Mountainbike gewöhnt, wenn man weiß, man fährt nicht die Standard-Heimrunde, sondern will neue Strecken entdecken, und darum geht es für mich sehr viel. Dann nimmt man doch gerne das EMTB, weil man weiß, man ist einfach schneller. Man muss ja auch wieder zu Hause sein, mit einem Hunde, Haushalt, Kind. Man hat nicht mehr so große Zeitfenster wie früher. Also war ich schon ein guter Freund vom EMTB. Ja, dann hatte ich auf einmal jetzt ein paar Monate kein eigenes EMTB mehr und auch kein Testbike genau in dem Zeitraum. Also zurück zu Bio. Ich nenne es immer die Entdeckung der Langsamkeit. Panorama genießen. Und wenn man jetzt wirklich so einen steilen Berg hochfährt, sagen wir mal da hinten, auf den kann man nicht, da ist ein Bergabbau da bei Bestwig. Aber es gibt ein paar Berge hier, wo man hoch kann. Es ist viel anstrengender, viel langsamer, sorry. Und je nach Steilheit dann natürlich auch irgendwann sehr anstrengend. Wobei ich E-Mountainbike auch eigentlich, wenn ich gesund war, immer so gefahren bin, dass ich mich doch gut anstrengen möchte. Das gehört für mich halt in der Regel dazu. Genau. Ja, also man merkt, man wird ein bisschen konservativer bei der Planung, wo fahre ich jetzt lang. Und man weiß, alles dauert viel länger. Dafür hat man natürlich so dieses gute alte Gefühl, was man halt schon immer hatte, wenn man seit den 90ern halt Mountainbike fährt, vielleicht kennen das einige von euch, dass man quasi, ja, früher gab es ja keine E-Bikes, dann gab es ja nur das. Und mit dem E-Mountainbike ist man einfach schneller, denn dementsprechend kann man ein bisschen die Streckenplanung ändern und man ist ein bisschen experimentierfreudiger. Also man sagt einfach, jo, ich fahre da jetzt einfach mal hoch, mal gucken. Und wenn es dann irgendwie doch nichts ist, fährt man halt zurück und genau. Habe ich es vermisst? Ja, also ich freue mich jetzt schon auf mein E-Mountainbike. Einfach wieder ein bisschen mehr zu exploren, ein bisschen mehr auf Entdeckungstour zu gehen in den kurzen Zeitfenster, die ich habe. Und auch das Training ein bisschen mehr zu steuern, wenn ich, wie gesagt, gerade ausschwitze. Also ich bin da sehr, sehr
vorsichtig. Ich mache ja mein Leben lang schon viel Sport und ich kenne seit den ganzen Jahren beim Fußball oder beim Laufen, dass man natürlich sich schonen sollte, wenn man einen Infekt hat und nicht irgendwie voll trainieren sollte. Gerade auch diese Grenze, diese roten Bereiche im Intervalltraining sind, sollte man dann echt nicht machen, weil man kann sein Herz da echt nachhaltig mit schädigen. Deswegen, sobald ich eine Infektionskrankheit bin, bin ich super vorsichtig. Und es ist natürlich dann schade, wenn man dann so eingeschränkt ist. Und mit dem E-Mountainbike hat man dann doch Möglichkeiten, relativ früh wieder aufs Rad zu gehen und dann einfach sich nicht anzustrengen und trotzdem ein bisschen zu fahren. Ne? Genau. Also, ich werde jetzt hier zurückfahren, muss noch zum Büro und ein paar Sachen fertig machen. Schreibt mal in die Kommentare, wie sieht es bei euch aus? Hattet ihr diese Entwicklung mal? Oder seid ihr ganz dann weg vom E-Mountainbike oder fahrt ihr beides? Würde mich mal interessieren. So, das Witzige hier an meinem alten Mountainbike, also das ist auch nicht wie alle anderen alten Mountainbikes oder wie viele, das hatte ich früher zum Springen, also Freeride, Bikepark, Dirtjump, Downhill, da hatte ich vorne eine Doppelbrückengabel drin, es hat halt hinten 180 mm, hat dann vorne 170, dann auf 150 oder 140 mit der Gabel hier. Es hat eine Rohloff-Schaltung, also das ist halt so der Schlüssel, weil ich ein relativ kleines Kettenblatt vorne habe und konnte ich trotzdem, obwohl das Rad 20 Kilo wiegt und das jetzt quasi auch, was ich sagen will, es war quasi so schwer wie, ja, wie heute ein Light E-Mountainbike ist oder so, also es wiegt über 20 Kilo, weil ich die ganzen alten Teile von meinem Dirtbike noch dran hatte, also ein Stahllenker damals, ich habe Stahlkurbeln aus, wie beim BMX, das ist ein Downhill-Laufrad vorne, Downhill-Schlauch drin. Ja, es wiegt halt über 20 Kilo und es wippt auch ein bisschen natürlich, so als Eingelenker. Aber irgendwie fährt es trotzdem super. Also man fährt halt nur langsamer die Berge hoch. Also mit einem alten Marathonbike wäre man auf jeden Fall etwas schneller. Aber es geht echt ganz gut. Es hat halt den ersten Gang mit dem Kettenblatt. Ist halt, der ist so leicht, der erste Gang. Da kommst du eigentlich alles mit hoch. Nur halt langsamer, ne? Interessieren. Ja, danke fürs Zuschauen und ja, ich freue mich dann auf die baldigen Vlogs, wo ich ein bisschen länger unterwegs bin, auch wieder mit E-Mountainbike oder mit Biobike und ein bisschen was Neues entdecke und euch mitnehme. Bis dann! Tschüss.